So Leute, da steht eine gute Cerberus, steht jetzt seit 10 Tagen, weil wie gesagt, trotz Luftfilter, Benzinfilter und Hahntausch, er lief dann zwar wieder und sprang an, läuft er jetzt irgendwie nicht mehr, springt nur noch über den Kicker an und Standgas hält danach wieder gar nicht irgendwie, so wie er will. Also ich vermute mal Membrane, so machen wir das heute. Wir tauschen den Membranblock. Das mache ich jetzt. Ich werde erstmal hier die Verkleidung abreißen. Alles abbauen hier, den ganzen hinteren Arsch. Und wenn ich das gemacht habe, werden wir sehen, wie es weitergeht. Servus hat die Hose runtergelassen. Da ist er, der Gute. All die neuen, gut verbauten Teile. Wie gesagt, Zündung läuft. Ja, und hier müssen wir ran. An den Membranblock. Das heißt, wir schrauben jetzt hier die Schrauben ab, nehmen den Vergaser ab, den Luftfilter, ziehen die Schläuche alle hier ab und dann jetzt hier weiter. Und ich sehe schon, so wie es aussieht, muss ich sogar die Motorgehäuseabdeckung abbauen, was mich jetzt ein bisschen anbröckelt. Naja, okay, ich schaue es mir mal an. Ne? Haben wir ja mal Glück gehabt, hier der gute alte Malossi, bisschen staubig. Bisschen keimig rostig, aber sonst läuft er ja eigentlich. Hoffen wir mal. So, wie ihr seht, ich rate, hier reicht die zwei Schrauben auf der Seite und die eine auf der zu lösen. Von der Abdeckung, ich brauche die nicht weiter abziehen, weil jetzt komme ich hier. Wir sehen da hinten an die Schraube ran, weil nämlich sonst hier wäre nämlich so die Verdeckung. Seht ihr das da hinten? Wäre die Verdeckung so drüber gewesen. Kommst du scheiße ran. Jetzt komme ich ran. Wunderbar. Ja, an die andere. Müssen wir mal gucken, ob ich rankomme. Die steckt auch hinter der Abdeckung. Da muss ich mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Könnt ihr das sehen? Hier hinter der Abdeckung. Rechts Licht nicht, wa? Nee. Ja doch, da unten könnte man es eigentlich sehen. Die steckt da unten drin. Auch unter der Abdeckung. Da muss ich die vielleicht doch komplett aushaken. Mal gucken, wo sie noch festgeschraubt ist, ob ich so hinkriege. Ja, das mache ich jetzt. Ja, ich schraube jetzt hier das, wie gesagt, alles ab. Den hier, nehme die Schläuche ab, baue den Vergaser aus, nehme den auch runter. Ich lasse bloß die Nadel erstmal hängen. Motorabdeckung ist ab. Der ist auch locker hier, der Membranblock. Ansaugstutzen, somit ist der Membranblock zugänglich. Wir nehmen es jetzt einfach mal zusammen ab. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich schraube es echt jetzt erst ab. Warte, ich mache die Schraube noch da, wo sie hingehört. So waren sie nämlich drin. Und statt der Abreißschraube ist die drin, weil der Membranblock war schon mal offen, nämlich vor ungefähr 6000 Kilometern. Hier sieht man es genau. Wo wir nicht den Zylinder gewechselt haben. Da waren ja die Kohlenstoffmembranblättchen mit dabei. Ja, und jetzt sehen wir hier, die Dichtung ist ein bisschen nass. Wa? Ich weiß nicht, ob das normal ist, Leute. Das könnt ihr mir ja gleich mal sagen. Dann haben wir hier den Membranblock. Und der sieht mir ja wirklich nun mal alles andere als dicht aus, Alter. Das ist ja, da braucht man zwar nicht zu wundern, wenn da nichts mehr läuft, oder? Die sehen echt offen aus. Ja, auch wenn man von hier guckt, Lichtprobe, ich weiß auch nicht, ob ihr es seht. Kann man das, ja, Membran ist auf jeden Fall halb offen, die ist auch nass. Also ich würde sagen, die hat ihre besten Zeiten hinter sich. Die wechseln wir jetzt. Ich nehme auch jetzt die Dichtung hier gleich raus. Dann nimmt es zwei neue Dichtungen. Ja, und dann bauen wir den Spaß wieder zusammen. Die Dichtung ist auch schon, die Membrane ist hier. Da holen wir nämlich gleich mal alles aus dem Sack raus. So, und so. So, also hier sind die Dichtungen, ja, die sind kein Problem. Das hier ist unten, die andere ist oben, ist klar. Membranblock kommt mit dem Blech nach unten. Weil, wenn der Motor dann beim Kolben runterdrücken ist, drückt er natürlich die Luft über das Kurbelgehäuse gegen die Membranchen. Entschuldigung. Drückt die dann, wie gesagt, der Motor, der Kolben geht hoch, dadurch entsteht ein Unterdruck, die Blättchen gehen auf, Ansauggemisch wird angesaugt. Der Kolben geht wieder runter und durch den Überströmer drückt er jetzt das Spritluftgemisch oben über den Kolben. Und damit er das machen kann, muss das Bettchen schließen. Deshalb ist das ja leichtgängig. Das schließt dann und dann kann die Luft eben nur
über Überströmer da nach oben zum Kolben fließen, um gezündet zu werden. Und in dem Moment, wo der wieder runter geht, macht er halt wieder auf und zieht über Unterdruck rein. So, und bei mir sind die halt eindeutig mal nicht dicht. Also wenn ich jetzt die Lichtprobe mache, kann ich da voll durchgucken. Das sieht wohl nicht so gut aus, würde ich sagen. Ja, da kann ich voll durchgucken. Ich habe hier ein Handtuch, ich sehe das Blau durch die Schlitze vom Handtuch. Je nachdem, wo ich hingehe, wird es hell oder dunkel und das dürfte wohl nicht sein. Ja, die, wenn ich jetzt hier so drüber gehe und die runterdrücke, schließen die. Die sind so einen halben Millimeter offen. Ja, damit sollten wir vielleicht das Problem haben, warum der stehen geblieben ist, einfach nicht mehr richtig läuft. Schauen wir mal, ob es das war. Das hatte ich abgeklebt, ja, bevor ich das ja abgepuppelt habe. Das war ganz schön fest drauf, die Alter. Jetzt haben wir hier eine neue. Die kommt dann darauf. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, warum, ob so rum oder so rum. Aber ich würde mal eher sagen, so rum, weil das hier ist wirklich echt plan. Ja. So rum rein. Und ja. Dann kommt der Membranblock so rum. Dann kommt der Membranblock so rum rein. Eine Dichtung oben drauf und dann schrauben wir die Geschichte wieder zusammen hier. Gehen wir auch gleich mal gucken hier. Wie man sieht, hat hier auch schon mal jemand dran rumgebohrt und dran rumgefräst. Der ist also auch schon ein bisschen vergrößert im Durchlass. Ja. Ja, okay Leute, ich baue das mal hier zusammen. Ich melde mich, wenn der Ansaugstutzen wieder drauf ist. Cerberus hat einen neuen Membranblock. Wie gesagt, der andere ist eindeutig nicht abgedichtet gewesen. Und wie gesagt, dadurch, dass der hier, ihr seht es ja hier selber, wie der hier zurückgeschmottert hat, war ich dann schon der Meinung, es müsste wohl Membrane sein, weil wenn es mir aus dem Vergaser einen Sprit zurückdrückt, dann stimmt wohl was mit der Steuerzeit nicht. Und das macht nun mal bei uns eine Membrane. Ja, gut, okay, ich baue jetzt hier mal weiter zusammen, ne? Den Vergaser erstmal wieder ein, den lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist, weil wir haben ja erstmal eine Fehlerquelle gefunden, also gucken wir mal, was geht. Hier sehe ich gerade, schleift sich mein Schutzblech völlig weg. Das gefällt mir gar nicht. Da sollten wir mal hinterher sein. Seht ihr das? Na gut, dass ich es mal aufgemacht habe, wa? Stimmt hier irgendwas mit der Dings nicht, oder? Ich muss mal schauen, ja. Ne? Dann gucken wir uns das gleich noch mit an, wa? Wobei, es hat ja alles weggeschliffen, es läuft ja. Ja, aber da müsste ich mal hinterher sein, gut. Okay, also ich baue den Vergaser erstmal wieder ein und hier die Motorhalterung wieder an, die Abdeckung und dann schauen wir mal weiter. Jetzt habe ich den ganzen Kletterradatsch hier mal wieder zusammengebaut, alles schön festgezogen hier. Hier oben ziehe ich jetzt noch gleich an mit der Zange ein bisschen. Ja, Vergaser wieder drin, da neuer Membranblock mit Dichtung auch drin. Ansaugstützen drauf. Ja, ich würde sagen, ich baue mal fertig zusammen, weil zum Vergaser neu abstimmen, das mache ich ja an der Schraube hier vorne. Weil die auch immer ein bisschen pitcht, finde ich. Ja, und das kann ich auch machen, wenn er zusammengebaut ist. Hier, falls es ja doch mal regnet, baue ich den also jetzt erstmal zusammen. Verkleidung wieder dran, Rücklicht wieder drauf. Und dann werden wir weitersehen. So Leute, ich teste jetzt mal, ob er anspringt. Ich habe schon 20 Mal vorgetreten vorhin, bevor ich nochmal kurz hoch bin. Noch eine geraucht, Leute. Jetzt mache ich Zündung an. Ist das sonst bei Abhalten? Ja. Ja, wie ihr hört, er läuft. Ich lasse ihn jetzt mal warm tuckern. Kicke den gleich nochmal an, gucke, ob alles geht. Wenn das geht, schiebe ich ihn kurz beiseite, baue den Block, wo jetzt die Kamera hier drauf steht, unter den Roller. Warte den vielleicht vorher nochmal kurz warm. Und wenn er warm gelaufen ist, stelle ich ihn noch kurz scharf. Und dann sollte die Karre überhaupt nicht wieder laufen. Standgas hat er auf jeden Fall.